Hallo Freunde! Wir melden uns hier aus dem Ape Studio und zwar Headquarter. Genau. Es haben viele gefragt, was ist mit dem Denkmal? Wo ist das? Wo stand das Denkmal da wirklich oder habt ihr es nicht hinbekommen? Natürlich stand das da. Wir hatten ja ein Video zum Video Day gemacht, aber da war das ja nicht drin, weil wir dieses Video noch extra dazu machen wollten, damit wir einen runden Abschluss damit für den ganzen nicht Projekt so haben. Genau. Ja, also, wie ihr sicherlich schon wisst, wir haben es hinbekommen. Mit eurer Hilfe. Genau, und bevor wir aber jetzt reinschauen, wie dieses ganze Spektakel stattgefunden hat, würde ich sagen, lassen wir diese ganze Community-Sache nochmal, wie nennt man das? Revue passieren. Wollen wir mal? Ja. Wollen wir mal. Wir schauen nochmal rein. Jetzt, los. Speedrun. Los geht's. Nochmal hier ein kleiner Zusammenschnitt von dem ganzen Schaffungsprozess, so und von 0 genau. bis 100. Ich würde auf jeden Fall sagen, alleine jetzt schon mal für diesen Schaffungsprozess können wir uns alle, hier ist die imaginäre Schulter, so, sieht man das? Hier sind eure Schultern. Das sieht, oh, das jetzt nochmal Applaus für euch. Leute. Das stimmt. Erstmal einen Applaus für euch. Jetzt kommen wir aber doch, denke ich mal, zum Aufstellen des Dings. Der Grund, warum wir uns hier überhaupt alle versammelt haben. Nachrichtensprecher genau. André, leite das doch mal ein hier. Freunde, wir begeben uns jetzt in Richtung Lanxess Arena. Da wurde das aufgestellt mit einem schön knackig, fresh, jugendlichen Zusammenschnitt. Genau. Schauen wir mal rein. Ne? Go jetzt! Go! Freunde, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr wir uns freuen, dass wir das Ding mit euch gemeinsam geschafft haben. Es ist größer geworden, das Ding, als ich es wirklich gedacht habe. Das war auch sau schwer. Wir mussten das um 2 Uhr nachts dahin tragen. Das war wirklich. Das haben wir leider nicht gefilmt, aber das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen skurril gewesen. Was gibt's noch zu sagen? Ja, wir sind auf jeden Fall dann natürlich zum Denkmal rausgestürmt, haben da so viele Fotos gemacht, wie es ging, aber. Genau. Wir und ihr und das Denkmal, das hat so eine riesen Traube ausgelöst, dass dann die Security ständig kam und gesagt, weg hier, versperrt den Gang. Und dann sind wir aber, ich glaube, 2 oder 3 Mal hingegangen. Ja. Also tut uns leid an alle, die, mit denen wir es nicht geschafft haben, ein Foto vom Denkmal zu machen. Wir haben alles getan, was wir konnten, das können wir euch versprechen. Ja, und das stimmt auf jeden Fall, was Cenk gesagt. Ich finde es auf jeden Fall und wir alle finden es krass, dass wir mit so einer Spaßidee so ein dickes Ding hinbekommen haben mit euch. Es haben so viele Zeitungen darüber berichtet, das muss man sich erstmal irgendwie vor Augen führen. Also ich fasse mal einfach zusammen. Wir sind stolz, das mit euch zusammen geschafft zu haben. Wir haben Bock, sowas in Zukunft nochmal zu machen. Also
Aktion mit euch einfach so, wo man, Community auch, ja, wo man versucht, was zusammen zu schaffen. Wo man so der Außenwelt so zeigt, was man drauf hat. Und genau. So. Genau. Wir verpassen weiter in der Außenwelt einen Kinnhaken. Genau. Und ich würde sagen, ich würd mal sagen, hier, ja, Party für euch. Wir sind für euch, wir haben es zusammen geschafft. 3, 2, 1. Wow, scheiße. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke. Hey.